Teil 2 der beliebten Serie. Österreichische Clubs versuchen sich im Fußball-Europacup. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im Wiener Gerhard-Hanabe-Stadion. Ja, der erste Versuch, der ist gestern gründlich daneben gegangen. Salzburg hat gegen den krassen Außenseiter Bohemians Dublin nur ein 1:1 erreicht und steht am kommenden Mittwoch schon mit dem Rücken zur Wand. Heute folgt der zweite Versuch, und zwar in Form eines Doppelpacks. Sturm Graz und Rapid wollen sich für die neu gegründete Europa League qualifizieren. Und sie wollen alles, nur nicht ein Salzburg-Schicksal erleiden. Rapid spielt zum Auftakt gegen Vlasnia Shkodra aus Albanien. Das ist der albanische Vizemeister. Und Sturm Graz trifft auf Široki Prijek aus Bosnien-Herzegowina. Ja, vieles spricht hier schon für Rapid, denn die Rapidler befinden sich, obwohl die Saison noch nicht begonnen hat, in einer guten Form. Das hat man auch im Jubiläumsspiel gegen Schalke 04 gesehen. Und auch die Statistik spricht für Grün-Weiß, denn noch nie ist eine österreichische Mannschaft im Europacup gegen eine albanische ausgeschieden. Ja, doch Trainer Peter Bagold ist zuversichtlich. Jetzt steht er beim Interview bei Martin Lang. Rapid-Trainer Peter Bagold, wie angespannt sind Sie vor diesem ersten Bewerbsspiel Ihrer Mannschaft in der heurigen Saison und welche Bedeutung hat es? Die Anspannung ist wie vor jedem Spiel, muss ich sagen, also nicht größer und auch nicht weniger. Denn wir wissen, dass das auch für uns jetzt natürlich das erste ganz, ganz wichtige Spiel ist in der neuen Saison, und dementsprechend ist natürlich auch die Spannung da. Was können die Fußballfans heute erwarten? Die allgemeine Erwartungshaltung ist ja, dass Rapid ohne dies einmal hier versucht, alles klarzumachen. Gut, ich meine, die Temperaturen sind im Moment sehr, sehr hoch. Also ich hoffe noch, dass wir doch dementsprechend, dass die Sonne mehr rausgeht aus dem Stadion, dass zumindest ein bisschen ein Schatten kommt, weil das muss man schon mit einbeziehen, dass die Temperaturen im Moment natürlich auch für die Spieler nicht einfach sind. Aber natürlich wollen wir schon versuchen, im ersten Spiel doch das eine oder andere Tor zu machen, vor allem auch keines bekommen, damit wir uns auch dementsprechend die Ausgangsposition fürs Rückspiel gestalten können. Ist das ein Gegner Ihrer Beobachtung bisher, der zulässt, sich überhaupt in die eigene Hälfte hineindrängen zu lassen, dass sich Rapid dort festsetzen kann? Ja, man darf nicht vergessen, sie haben in Irland 2:1 gewonnen. Also das heißt, sie spielen rauswärts einen gefährlichen Konter. Sie haben auch im Heimspiel auf Konter gespielt und haben sie auch zwei, drei sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt. Die haben sehr, sehr gut ausgeschaut. Aber gut, es kommt eigentlich immer wieder darauf an, wo ich immer sage, was können wir, wie können wir den Gegner unter Druck setzen, was können wir aus unseren Möglichkeiten machen. Herzlich willkommen auch von mir in der zweiten Qualifikationsrunde der neu geschaffenen Europa League. Rapid gegen Vlasnia Shkodra. So heißt das ungleiche Duell, wenn man Rapid-Trainer Peter Bagold Glauben schenken mag, der nach seiner Spionagereise in Albanien gemeint hat, sie haben ihre Schwächen, sie machen Fehler, wenn man sie unter Druck setzt, und bei einer Normalleistung können wir ruhig nach Albanien reisen, das dann in einer Woche. Die albanische Mannschaft schon in den Katakomben. Zuerst aber die Aufstellung von Rapid an zwei Positionen verändert gegenüber dem Jubiläumsspiel gegen Schalke 04. Katzer statt Tonhofer links in der Abwehr und Eder in der Innenverteidigung statt Jovanovic. Das ist ein bisschen ein Kuriosum, warum Jovanovic nicht spielen kann. Dazu später mehr. Das ist nicht so leicht zu erklären. Da hat es gehakt mit der Freigabe, respektive will Rapid kein Risiko eingehen mit einem Einsatz des Neuzugangs. Die Gäste aus Albanien natürlich klarer Außenseiter, auch sie an zwei Positionen verändert, auch wenn bei ihnen nur eine geplant war. Der gesperrte Kapitän Björisin Sinani nicht dabei. Natürlich kein unwesentlicher Vorteil für Rapid. Der Mann, auf den das Spiel von Shkodra ausgerichtet ist, an seiner Stelle Ansinica. Und Safet Osia spielt anstelle von Stubina, der sich beim Aufwärmen verletzt hat. Ja, Mannschaften noch in den Katakomben, noch nicht am Spielfeld, daher die Gelegenheit, noch einmal nach Graz zu geben. Ja, denn hier geht's in Kürze los, nur noch wenige Sekunden bis zum Ankick. Rapid gegen Vlasnia Shkodra. Man darf gespannt sein, wie schwer sich oder wie leicht sich Rapid gegen diese, wie man es erwartet, sehr defensive Mannschaft aus Albanien tut.
gerade der Jimmy Hoffa den Ball nicht richtig mitbekommen, sonst wäre das möglicherweise schon die erste Gelegenheit für Grün-Weiß geworden. Es ist nicht der klingende Name, Vlasnia Škodra, eingebettet in die beiden Jubiläumsspiele gegen Schalke 04 und Liverpool am kommenden Sonntag. Aber es ist natürlich das schwierigste, respektive wichtigste Spiel für Grün-Weiß auf dem Weg in die Gruppenphase der Europa League. Defensiv, das heißt, was die Albaner betrifft, 4 bis 5 Verteidiger, 4 bis 5 Mann im Mittelfeld und eine Sturmspitze mit der Nummer 19 Ballay, der zuletzt schon gespielt hat. Aber da hat man beim Rückspiel gegen die irische Mannschaft des Sligo Rovers mit 2 Spitzen gespielt. Natürlich auch mit dem Kapitän, mit Udecim und mit Sinani, einem der gefährlichsten Spieler in Dresdner Albaner. Levan, Abseitsstellung von Stefan Meyerhofer. Knapp, aber richtig, zurück nach Graz. Es geht weiter mit einem Freistoß für Vlasnia Škodra. Wenn sich etwas bewahrheitet, was Trainer Peter Bakl befürchtet hat, dann, dass die Albaner sehr tief stehen, sehr kompakt, mit 2 Vierer- respektive Fünferketten beinahe tief in der eigenen Spielhälfte. Und Rapid versucht es vor allem über die Seiten und mit schnellem Spiel. Kapitän Steffen Hofmann hat den Platz ja extra noch einmal spritzen lassen, war schon bewässert, dann kam noch einmal der Auftrag, um den Rasen möglichst schnell zu machen. Angesichts der großen Hitze natürlich die Gefahr, dass der Rasen sehr stumpf ist. Fehler Belivan, am Ball vorbeigeschlagen, aber gleich wieder ausgebessert. Und Stefan Meyerhofer lässt sich ganz gerne ein bisschen zurückfallen in diesen ersten Minuten, um anspielbar zu sein. Noch einer der Neuen, Markus Katzer, immer wieder vorne mit dabei. Sie sehen, Rapid mit, wenn offensiv gespielt wird, nur 2 Mann hinten. Auch wenn man von der Kontergefährlichkeit der Mannschaft sehr wohl Bescheid weiß. Dass der Trainer von Škodra, ein alter Bekannter übrigens von albanischen Ried-Stürmer Hamdi Salihi, der hat ihn, als er bei Škodra in seiner Heimatstadt gespielt hat, einmal in der U21 gehabt und sagt, ein sehr guter und vor allem taktisch ausgefuchster Trainer. Etwas, was sich hoffentlich am heutigen Abend nicht so sehr bestätigt. Von Hofmann auf Kavlak und obendrein Abseitsposition, damit wieder nach Graz. Schön für dich, Christopher, dass du schon ein Tor hast. Damit kann ich nach knapp 10 Spielminuten noch nicht dienen. Es bietet sich genau das Schauspiel, das viele erwartet haben. Vlasnia Škodra sehr tief am eigenen 16er respektive knapp davor und Rapid bemüht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, Kurzpassspiel nach vorne zu kommen und das Spiel vor allem über die Seiten zu öffnen. Das einmal, was Sie jetzt unteren Bildrand sehen, ein markanter Beweis dafür, was sich hier abspielt. Über 70% Ballbesitz von Rapid. Die Torchancen haben allerdings
leider zu diesem Zeitpunkt noch gefehlt. Hofmann, das hat sich noch nicht so klar herauskristallisiert, wohl Belischer als Manndecker bzw. ständigen Bewacher bekommen hat. Und hängen geblieben an die Dober vorerst, aber noch immer am Ball. Ja, und das war nicht ungefährlich. Erste gute Aktion des rechten Außenverteidigers, der wie auch Markus Katz auf der anderen Seite immer wieder mit nach vorne geht. Ja, und da hat der Schlussmann der Albaner gut aufgepasst, auch wenn der Ball vermutlich nicht ganz ins kurze Eck gepasst hätte. Olti Bijani, der Mann im Tor. Gute Aktion. Hofer kann den schwierigen Ball nicht unter Kontrolle bringen. Ein Wort zum Schlussmann von Škodra, Olti Bijani. Hier erneut klären kann. Anstelle von dem gesperrten Amir Grimer, eigentlich Stammtormann. Christopher, du bist wieder dran. Mit einem Angriffsversuch von Vlasnia Škodra. Und einer Abseitsstellung von Tritan Smiley. Übrigens jener Mann, der beim 2:1 Auswärtssieg gegen die Sligo Rovers aus Irland das Führungstor erzielt hat. Sehr schneller Außenverteidiger. Beobachtet auch von Teamchef Didi Constantini. Bisher die Gäste aber absolut ungefährlich, auch wenn sich Rapid den Luxus leistet, im Prinzip nur mit den beiden Innenverteidigern Batoka und Eder und noch Heikkinen, der eben am Ball war, hinten zu bleiben, die beiden Außenverteidiger immer wieder vorne zu finden. Und hier das gute Pressing. Und damit den Gegner zum Fehlpass gezwungen. Auch das etwas, was absolut geplant war, den Gegner so sehr unter Druck zu setzen, so sehr zu stören, wenn er im Ballbesitz ist, dass die Albaner ihre Konterstärke erst gar nicht ausspielen können. Man ist gewarnt nach dem 2:1 Sieg von Škodra bei den Sligo Rovers in Irland. Ja, und jetzt gibt's Eckball für Rapid. Auch einige Ex-Rapidler als Zuschauer, Zoran Barisic, Didi Kübauer, Christian Kegelwitz haben sie gesehen. Und gar nicht schlecht. Der Versuch von Steffen Hofmann, den Ball direkt aufs kurze Eck zu drehen. Schauen wir es uns noch einmal an. Ja, Schlussmann orientiert sich schon nach außen zur Flanke. Und Hofmann hat das gesehen. Wieder nach Graz. Und hier ein unverändertes Bild. Rapid nach wie vor die klar spielbestimmende Mannschaft mit haushohem Übergewicht am Ballbesitz, aber noch ohne die zwingenden Torchancen zu erspielen. In der Defensive hat man absolut keine Mühe mit dem Gegner bislang. Wenn es einmal ein bisschen heikel wird, dann hilft man sich mit einem kleinen Vorspiel aus taktischen Gründen. Vielleicht jetzt Jimmy Hoffa
kommt vorbei. Ja, der Winkel schon zu spitz, um hier noch abzuschließen. Schade drum, seine stärkste Waffe, seine Schnelligkeit. Natürlich die Frage, ob sie heute wirklich zur Geltung kommt, angesichts der dicht gestaffelten Abwehr des Gegners. Steffen Hofmann einmal mehr bewacht von Belischer. Auch an dieser Aktion haben Sie es deutlich gesehen. Dieser Mann hier, Amarildo Belischer mit der Nummer 8. Normalerweise auch im zentralen defensiven Mittelfeld zu finden. Mit der deutlich zu sehenden Spezialaufgabe, Steffen Hofmann kalt zu stellen. Spielmacher Kasabi. Und gutes Zuspiel auf den schnellen Smiley. Das könnte gefährlich werden. Gut abgeblockt von Eder. Aber jetzt hat man zum ersten Mal gesehen, wie gefährlich es gegen diese Mannschaft werden kann, wenn sie zum Kontern kommen. Den Ball erkämpft. Batoka mit dem Fehler. Das sollte eigentlich auch nicht passieren. Das einzig Positive, wenn sich die Gegner einmal am Rapid-Strafraum festsetzen, dann hätte man selbst Gelegenheit zum Kontern und könnte dann eben die Schnelligkeit von Jimmy Hoffa ausnutzen. In diesem Fall nicht passiert und zum Aufwärmen geschickt Christopher Drazan. Ob er kommt, sehen wir bald, aber zuerst geht's nach Graz. Ich fürchte nein, Freistoß für Rapid in der eigenen Spielhälfte. Yasin Pelevan am Ball. Das Spiel in die Breite auf die Seiten, darauf wird es ankommen. Das ist bislang nicht wirklich gelungen, auch wenn man einräumen muss, dass das gegen eine derart destruktiv, defensiv eingestellte Mannschaft auch reichlich schwierig ist. Steffen Hofmann offensichtlich mittlerweile bemüht, ab und zu die Seiten zu wechseln. Den Part auf der rechten Außenbahn übernimmt sowieso wie fast gewohnt Andi Dober mit, dann kann Hofmann ein bisschen mehr ins Zentrum und vielleicht der Bewachung von Belischer entgehen. Und die Albaner versuchen es natürlich auch mit Schüssen aus großer Distanz. So oft werden sie nicht so nahe ans Rapid-Tor herankommen. Zumindest einmal war es in den ersten 25 Minuten schon recht gefährlich. Nur keine Europacup-Saison wie im vorigen Jahr. Das ist die Devise bei Rapid. Nichts auf die leichte Schulter nehmen. Sie erinnern sich an das doch überraschende Ausscheiden gegen Anatosis Famagusta aus Zypern in der zweiten Runde der Champions League-Qualifikation. Vergangenes Jahr, als man auswärts ein 0:3 hinnehmen musste. Der 3:1 Heimsieg hat dann nicht mehr zum Aufstieg gereicht. Peter Backhult hat seine Parallelen gesehen zwischen diesen beiden Mannschaften, zumindest was die Formation, was die Spielanlage betrifft, auch wenn Skodra seiner Meinung nach, was Ruhe und Qualität betrifft,
nicht an Famagusta herankommt. Zurück nach Graz. Sie sehen jeden Mann, der soeben ins Spiel gekommen ist. Christopher Drazan postiert sich außerhalb des 16ers zu diesem Eckball von Rapid. Das Spiel von Stefan Meierhofer. Ja, nach knapp einer halben Stunde der erste Wechsel bei Rapid. Jasim Pelivan raus. Hatte nicht allzu viele Ballkontakte, auch zwei, drei Abspielfehler dabei. Möglicherweise einfach nicht seinen besten Tag erwischt. Ob Peter Bakul noch andere Beweggründe hatte, wir werden es sehen. Jetzt jedenfalls der junge Christopher Drazan im Spiel. Sein zweiter Europacup-Einsatz, jetzt ist er erstmals am Ball. Nach dem Debüt gegen Anatosis Famagusta, das ein glanzvolles war. Sie erinnern sich, zwei Assists zu Stefan Meierhofer. Da hat man schon gesehen, wie viel Potenzial dieser junge Mann hat. Vielleicht gelingt es auch heute. Dieser Wechsel bewirkt auch eine kleine interne Rapid-Rochade. Drazan jetzt auf der linken Seite, dort wo Kavlak gespielt hat, der wechselt vorerst auf rechts. Na, mehr als eine halbe Stunde gespielt im St. Hanapi. Noch keine Tore. Und auch die Chancen halten sich vorerst, leider muss man sagen, wenn man es patriotisch betrachtet, noch in Grenzen. Sie sehen es, Rapid tief in der eigenen Hälfte mit dem Aufbau beschäftigt. Und der Gegner fühlt sich dennoch nicht bemüßigt, weiter herauszurücken. Man bleibt am eigenen Strafraum. Aufgabe nach wie vor schwierig für Rapid, aber jetzt vielleicht. Und es gibt Elfmeter. Und das, wenn ich es beim ersten Hinsehen richtig gesehen habe, völlig zu Recht, auch wenn da ein albanischer Verteidiger auf unschuldig macht. Flanke von Katza. Und dann kommt Stefan Meierhofer zu Fall, bedrängt von Gavaljevic. Ja, diese Entscheidung ist okay. Man sieht es zwar erst spät, aber ich denke, Meierhofer wäre hier, wenn er nicht gestoßen gehalten worden wäre, an den Ball gekommen. Und solche Chancen lässt sich der 2,2 Meter große normalerweise nicht entgehen. Und damit nach 32 Spielminuten die Chance zur Führung. Und das ist sie, ganz überlegt gemacht von Steffen Hofmann. Die verdiente Führung, auch wenn die Chancen nicht da waren. Für Rapid, ganz abgebrüht gemacht vom Kapitän. Die Zeitlupe sicher gut zu sehen, verzögert lange, wartet, was der unerfahrene gegnerische Schlussmann macht. Da kommt die Bewegung und dann das Fußgelenk gedreht. Ins andere Eck geschossen, keine Chance für Olti Bijani. Ersatzmann für Amir Grima, der gesperrt ist. Vier Spiele hat er ausgefasst nach seiner roten Karte im ersten Spiel gegen die Sligo Rovers. Nach einem völlig unnötigen Faustschlag in der 88. Spielminute. Der
Kult mit Anweisungen an der Seitenautlinie. Ansonsten in dieser Anfangsphase noch relativ viel auf der Ersatzbank. Nächste Aktion von Hofmann, diesmal auf der linken Seite aufgetaucht. Es gibt wieder Eckball. Wie viel Schwung bringt diese Führung? Das ist die Frage. Und inwieweit ändert sich das Spielsystem der Gäste? Vorerst vermutlich wohl kaum. Und wir nutzen die Gelegenheit und geben wieder zu Christopher Ryan. Hier steht es nach wie vor 1:0, auch wenn auch die Hütteldorfer sehr knapp dran waren, hier den zweiten Treffer zu erzielen. Peter Backhult nicht ganz zufrieden, während die Spieler eine Trinkpause bekommen. Das ist üblich im internationalen Fußball bei großer Hitze, dass es nach und einer halben Stunde Trinkpausen gibt. Das ist die Chance von Rapid nach herrlicher Vorarbeit vom Neuen von Christopher Drazan. Scharfer Stangelpass. Jimmy Hofer berührt den Ball noch ganz leicht, kommt aber nicht mehr ganz heran. Und auch Meierhofer rutscht am langen Eck vorbei. Wieder Drazan. Wäre sein nächster Assist gewesen. Ja, wesentlich auffälliger jetzt auf der linken Seite im Vergleich zu Veli Kavlak in den ersten 20-25 Minuten, auch wenn der Kopfball hier doch ein Stück drüber geht von Jürgen Patogan. Fehlpass wieder provoziert durch das schnelle Attackieren. Das ist Kavlak, der jetzt über rechts kommt. Wieder Drazan. Gut gesehen. Katzer, super Flanke. Schade. Das war gut gespielt und jetzt liegt ein Rapidspieler auf dem Boden, nämlich der Kapitän Steffen Hofmann. Was ist da passiert? Der Ball noch immer nicht über der Seitenlinie, erst jetzt. Beschwerden von Stefan Meierhofer. Ja, da haben wir es gesehen. Rempler von Belischer, der weiß sich gegen Hofmann offensichtlich nicht anders zu helfen. Zurück nach Graz. Wäre das hier ein Eishockeyspiel, man würde und könnte von Powerplay sprechen. Nach wie vor die albanische Abwehr samt Mittelfeld sehr, sehr tief in der eigenen Hälfte. Wieder mit dem zögerlichen Versuch eines Konters, was bis dann Gottlob noch nicht gelungen ist. Und Rapid stärker und gefährlicher geworden mit der Hereinnahme von Christopher Drazan, der auf der linken Seite sehr, sehr viel Druck erzeugt. Und jetzt ist der junge Mann wieder am Ball. Drazan, wieder die Flanke. Schade drum. Präzise Flanke, vielleicht nicht scharf genug auf Stefan Meierhofer. Der kann nichts draus machen. Ja, Kopfball zu zentral aufs Tor, keine Mühe.
Und einen Switch machen wir noch. Hochverdient führt auch Rapid im Hanapi-Stadion, wo die letzten 2 Minuten in Spielhälfte 1 angebrochen sind. 20 Sekunden noch regulär, 1 Minute packt der russische Schiedsrichter Wladislav Besborodov noch drauf. Vielleicht gelingt auch den Hütteldorfern hier noch der zweite Treffer. Einmal hat Jimmy Hoffer Platz, kommt nicht vorbei an einem der zahlreichen Innenverteidiger. Auffällig bei Skodra, viele, viele Verteidiger im Kader und viele auch hier auf dem Platz. Gepaart mit einigen defensiven Mittelfeldspielern. Und das sieht man hier auch deutlich. Hier der Pausenpfiff von Schiedsrichter Besborodov. Das ist der Torschütze zum Pausenstand von 1:0 für Rapid. Erzielt durch diesen Elfmeter in Minute 33 die hochverdiente Führung für Rapid nach 45 Minuten. Das war's aus Hälfte 1. In Kürze geht's weiter mit der ZIB 20. Krampfer. Das ist richtig ausgelegt, ich entschuldige. Kein Problem. Wie du richtig gesagt hast, Christopher, es ist gerade losgegangen im St. Hanapi mit 2 unveränderten Mannschaften. Keine Wechsel, weder bei Vlasnia Škodra noch bei Rapid. Das ebenso offensiv beginnt wie Spielhälfte 1. Etwas bin ich Ihnen noch schuldig, bevor ich es ganz vergesse, nämlich warum Milan Jovanovic nicht spielt. Eine kuriose Geschichte. Er kam von Universitat Cluj aus Rumänien, ist im Streit dort weggegangen im Winter, ein halbes Jahr gestanden und nun hätte die internationale Freigabe der Rumänen kommen müssen. Die wollten das nicht tun, wollten Jovanovic offensichtlich Prügel in den Weg legen, hätten bis zu einer Frist, die gestern abgelaufen ist, bei der FIFA bekannt geben müssen, warum sie denn die Freigabe nicht erteilen. Das haben sie nicht getan. Und daher kann die FIFA, die erst wieder morgen zusammentritt, erst morgen entscheiden. Rapid wollte daher das Risiko, Jovanovic einzusetzen, nicht einzugehen und hat stattdessen Hannes Eder aufgeboten. Ein Problem, das allerdings vermutlich nur für heute gilt, denn sollte die FIFA morgen ein Urteil fällen, kann Jovanovic schon nächste Woche beim Rückspiel in Albanien mit dabei sein. Haben wir noch einmal die Aufstellung der Grün-Weißen mit den Innenverteidigern Eder und Batoka. Katzer auf der linken Seite, der Neumann, Drazan, der einer der Stärksten war, wenn nicht der Stärkste, nach seiner Einwechslung viel Druck gemacht hat über die linke Seite. Natürlich im Vorteil gegenüber Willi Kavlak, weil ein Linksfuß und sollte er am schnellen Smiley einmal nicht vorbeikommen, gibt es immer noch die Variante gute Flanke mit links. Das haben wir in Spielhälfte 1 auch schon mehrmals gesehen. Und vielleicht auch kein unwesentlicher Vorteil für Rapid in dieser zweiten Spielhälfte. Jetzt von links nach rechts, zwar weg vom Westsektor und den eingefleischtesten Fans, aber nicht mehr gegen die Sonne, die in Hälfte 1 doch lange Zeit sehr tief gestanden ist. Möglicherweise kein unbeträchtlicher Störfaktor für das Offensivspiel der Hütteldorfer.
Pass von Hannes Eder. Nachdem sich hier nicht allzu viel tut, vielleicht tut sich in Graz mehr. Und dann müssen wir doch gleich nach Wien gehen, Michi. Wo gerade Stefan Meierhofer das Spielfeld verlässt, nur 5 Minuten nach dem Seitenwechsel geht er raus. Nicht mit dem glücklichsten Gesicht. Gleich unter die Dusche. Will nicht mehr länger zusehen. Vermutlich nicht ganz glücklich mit seiner Auswechslung. Für ihn kommt Nikica Jelavic, der Dauerjoker im Rapid-Dress, könnte man sagen. Seine Statistik in der Bundesliga der vergangenen Saison klingt sehr gut. 34 Einsätze, aber 25 Mal eingewechselt. Also einer, der selten von Beginn an spielt, aber dann doch als Joker für Tore gut ist. 7 Mal hat er getroffen in der abgelaufenen Saison. Der Stefan Meierhofer hat es als Mittelstürmer im klassischen Sinn natürlich schwer gehabt. Immer wieder Bälle bekommen, aber sehr viele Gegenspieler im Rücken. Das hat es ihm natürlich nicht leicht gemacht. Wiewohl er doch nach der Hereinnahme vor allem von Christopher Drazan mit einigen guten Flanken versorgt wurde, aus denen er allerdings leider nichts machen konnte. Kopf zu tief von Nika, respektive Bein zu hoch von Kavlak. Zweiteres hat den Ausschlag gegeben, Freistoß für Škodra. Auf Nika. Übrigens durch den verletzungsbedingten Ausfall von Stubina auf die linke Seite ausgewichen ist und das zwar gleich von Beginn. Ist ja dafür auf der anderen Seite. Da offensichtlich beide etwas besser aufgehoben. Gebracht hat es bislang nicht viel bis gar nichts. Nicht schlecht, die Flanke von Mekki Katzer und etwas seltenes Kopfball von Willi Kavlak. Und mit diesem Kopfball drüber wieder der Wechsel nach Graz. Mit dem nächsten Angriff von Rapid. Einmal mehr über Mekki Katzer. Er hat den wieder nicht mehr erwischen. Aber er ist sehr offensiv ausgerichtet. Auch kein Wunder angesichts der destruktiven Spielweise der Gegner. Stefan Meierhofer hat doch auf der Ersatzbank Platz genommen. Glücklicher als vorher bei seiner Auswechslung, schaut er aber immer noch nicht rein. Voll an Spielmacher Kasapi. Der Kreativgeist im Team. Der Albaner, vielleicht der Rempler von Patoka. Sie haben es in der Statistik gesehen, da geht man immer wieder, wenn sich Konter oder gefährliche Aktionen der Albaner anbahnen, auf Nummer sicher. Um hier absolut nichts zuzulassen.
Das war eine der Vorgaben von Peter Backhult, auch wenn es ein sehr abgedroschener Spruch ist. Die Null muss stehen. Trifft aber natürlich auch heute für das Hinspiel gegen Krasnaja Škoda absolut zu. Rajelovic zu Ablak. Bringt den Ball nicht mehr zur Mitte, bleibt aber im Ballbesitz. Die schlechte Reingabe von Adi Doba. Aber Rapid schon wieder im Ballbesitz. Mit dem Versuch durch die Mitte. Offenbar nicht an den Ball gekommen. Ja, das ist schon besser über die Seite. Aber diesmal ausnahmsweise einmal eine nicht so gute Hereingabe von Christopher Drazan. Zwei Mann in der Mitte, passiv im Abseits, Ball aber zu Drazan gespielt. Im Europacup offensichtlich immer gut spielt. Wie gut spielt Sturm, Christopher? Es gibt keinen Eckball für Rapid und das zu Recht. Sie haben es gesehen. Ball zuerst Mirjaljevic, ein Fuß gesprungen, dann noch einmal Jimmy Hoffa. Da hat Rapid umsonst reklamiert. Abstoß für die Gäste. Und das Foul an der einzigen Sturmspitze von Vlasnia. Bekim Balay. Bisher relativ allein gelassen war als einzige Spitze. Noch nicht sonderlich viele Bälle bekommen hat. Denn so tief wie die Gäste hier stehen, dauert es natürlich eine gewisse Zeit, bis sie, wenn sie im Ballbesitz kommen, aus der eigenen Spielhälfte herauskommen. Er war bislang überwiegend Zuseher. Wir sehen die beste Chance für Rapid in Spielhälfte 2. Herrlich gemacht von Jimmy Hoffa mit der Ferse. Versucht er den Ball ins lange Eck zu verlängern. Scheitert aber an Olti Bijani. Also es könnte auch hier schon 2:0 stehen. Raten Sie, nachdem der Angriff über die linke Seite kam, von wem der Assist gewesen wäre? Natürlich von Christopher Drazan. Die Mitte, aber Kavla kommt nicht ganz an den Ball. Übrigens das erste Duell dieser beiden Mannschaften gegeneinander, auch wenn es die Paarung schon einmal geben hätte sollen. Lang, lang ist es her, damals vor fast 40 Jahren sollten die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, aber Škoda hat dann die Teilnahme am UEFA Cup doch zurückgezogen und so kam Rapid kampflos weiter. Das, was in der heutigen Zeit nicht mehr vorstellbar ist. 1:0 der Spielstand hier. Wir müssen gewinnen und wir müssen zu Null gewinnen. Das war die Vorgabe, die wäre erfüllt. Aber wie zufrieden kann Rapid, oder wie zufrieden könnte Rapid mit einem 1:0 Sieg gegen Vlasnia Škoda sein, angesichts des bevorstehenden Rückspiels alten Loro-Borici-Stadion, wo Rapid drückende Hitze und Schwüle erwartet. Der Platz dort soll laut Trainer Backhult okay sein. Was nicht immer in Albanien so selbstverständlich ist. Aber vielleicht tut man sich dann dort
leichter gegen eine Mannschaft, die zu Hause vielleicht nicht so destruktiv spielt, aber jetzt hat man den zweiten Treffer. Und einmal mehr ein Joker-Tor von Nikica Jelavic. Kaum redet man drüber, wie gut wäre ein 1:0. Legt Rapid nach mit dem 2:0. Mit seinem ersten Europacup-Tor im dritten Spiel. Flanke von Antti Toba. Verschätzt sich der albanische Schlussmann. Und die Bishani, der wie gesagt nur durch die Sperre vom Stammkeeper in die Mannschaft gerückt ist. Beim Rückspiel gegen die Sligo Rovers seinen ersten Start erstes Mal vom Beginn gespielt hat, seit 8 Monaten erst ca. 20 Pflichtspiele bestritten hat für seine Mannschaft und als eher unerfahren gilt, das hat er in dieser Situation unter Beweis gestellt. Jelavic war der Nutznießer und es steht 2:0 für die Hütteldorfer. Gut zu sehen, geht auf die Flanke, fliegt dran vorbei, dahinter Jelavic und man kann es ruhig so sagen, alles was Peter Backholt an Auswechslungen heute vorgenommen hat, war absolut goldeswert, denn Christopher Drazan hat viel frischen Wind gebracht und Jelavic der Joker für Stefan Meyerhofer, auch wenn der nicht glücklich reingeschaut hat, hat gestochen zum 2:0. Ex-Co-Trainer Zoran Barisic im Gespräch mit Didi Kübauer. Die nächste Gelegenheit und wieder der Schlussmann der Albaner unsicher. Meki Katsa war es diesmal. Wieder die gute Flanke. Wieder vorbeigeflogen vom Schlussmann. Ja, vielleicht bieten sich jetzt mehrere Chancen. Vielleicht werden die Gäste jetzt nervöser. Aber was tut sich in Graz? Das ist die Frage, die heikler ist momentan. Ja, mit der nächsten sehr guten Gelegenheit für Rapid durch Kavlak. Und den nächsten Treffer, denn die Fahne des Schiedsrichterassistenten bleibt unten und der Torschütze heißt erneut Nikica Jelavic. Knapp vor Beginn der Rapid-Viertelstunde trifft Jelavic zum zweiten Mal an diesem Abend. Nur 5 Minuten nach seinem ersten Treffer, die Flanke bzw. die Hereingabe zuerst von Drazan, Schussversuch von Kavlak und dann das gute Auge, Sie sehen es im Hintergrund, der letzte Mann löst hier die vermeintliche Abseitsfalle auf, gutes Auge von Steffen Hofmann, dem Assistkönig dieser Mannschaft. Schütze wieder her. Der ist kurz zuvor neu ins Spiel gekommen, Christopher Trimmel. Im Sommer dieses Jahres von den Amateuren in den Kader aufgerückt. Ein Mittelstürmer, der in den Testspielen gute Figur gemacht hat. Jetzt die Riesenchance. Ei, 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 ei. Das wäre beinahe der Treffer, der Auswärtstreffer für Skodra geworden. Da war Rapid jetzt im Glück. Die Riesenchance hatte Bekim Balay. Helge Payer kann lächeln, nichts ist passiert. Da wehrt er zum ersten Mal ab, unglücklich vor die Füße und dann trifft Balay aus dieser Position nicht ins Tor. Und bricht daraufhin fassungslos zusammen. Durchschnaufen, Glück gehabt. Nach knapp 75 Minuten bleibt es beim 3:0, mit dem Rapid
relativ unbesorgt nach Albanien reisen kann. Das ist das Ergebnis, das man sich wohl ungefähr vorgestellt hat. Und 3:1 wäre nicht ganz so schön gewesen. Und mittlerweile ist die Rapid-Viertelstunde angebrochen im St. Hanapi. Matrazan, der zuvor die gelbe Karte gesehen hat, trifft den Tormann hier unglücklich zurück nach Graz. Herr Christopher, hier geht es noch genau 12 Minuten plus etwaiger Nachspielzeit. Die könnte es durchaus geben, denn es gab eine Pause vorher, wo wir in Graz waren. Eine etwas längere Unterbrechung. Also Rapid hat hier schätzungsweise noch eine gute Viertelstunde Zeit, um dieses Ergebnis, dieses 3:0 vielleicht noch deutlicher zu gestalten. Einmal mehr der zweifache Torschütze Jelavic. Und diesmal einmal eine Flanke sicher heruntergefangen von Olti Bijani. Wieder einmal von seiner Bank aufgesprungen. Potenzielle Chancen für Škoda sieht er natürlich nicht gerne. Und das könnte wieder so eine werden. Auch wenn der Freistoßspezialist, ich fehlt dem Kasapi, das Spielfeld vor wenigen Minuten verlassen hat. Für ihn ein neuer Mann im Spiel, Armando Bayushi, ebenfalls Mittelfeldspieler. Strafraum von Rapid, das die Gelegenheiten, wo man gesagt hat, vielleicht kommen auch die, die dann uns den einen oder anderen Konter ermöglichen. Auch wenn die Gäste hier eigentlich nie so richtige Ambitionen gezeigt haben, offensiv zu werden, außer aus sich ergebenden Kontern. Ein Mann in der Rapid-Kreativabteilung fehlt ja noch, Branko Boskovic. Mit ihm dann die Mannschaft vermutlich noch stärker. Aber wie stark ist Sturm, Christopher? Und was für eins, meine Damen und Herren. Und durch welchen Spieler? Der Torschütze, der eingewechselte Christopher Trimmel. Das bei seinem Europacup-Debüt, nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung, und sehen Sie sich das an, die Vorgeschichte zu diesem Tor. Antrittsstark, an zwei Mann vorbei, dann der kluge Haken und der tolle Abschluss ins kurze Kreuzeck. Also wenn das keine Nachwuchshoffnung ist, der 22-jährige Mittelstürmer hat schon in der Vorbereitung gezeigt, was er drauf hat. Und jetzt trifft auch er zum 4:0, bejubelt von seinen Sturmpartnern. Ja, das ist ein Spielstand, mit dem man wirklich beruhigt nach Škoda fahren kann. Auch wenn es noch relativ lange gedauert hat mit den Treffern 2, 3 und 4. Bis zur 68. Minute stand es ja noch 1:0 für Rapid. Nächste
Nächste Gelegenheit wieder Jelavic. Schön gemacht. Gute Aktion. Haken nach links. Und versucht den Ball ins lange Eck zu schlänzen. Nicht ganz gelungen. Damit hat auch der zweite Stürmer-Joker von Peter Backhut getroffen. Der hat heute also gewisserweise das goldene Händchen und Rapid den beruhigenden Vorsprung, den man haben wollte vor der Reise nach Albanien. Man hat schon vorher gewusst, eigentlich sollte der neunfache albanische Meister kein Stolperstein sein. Aber man muss die Spiele erst gewinnen. Nächste Chance, nächstes Tor. Jetzt hat auch Jimmy Hoffa getroffen. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag in Hütteldorf. Zweites Europacup-Tor für Jimmy Hoffa. Tiefe, da ergeben sich jetzt ein bisschen mehr Räume. Abwehr noch von Lasnia Schlussmann. Aber im Nachschuss dann erfolgreich, gnadenlos. Jimmy Hoffer zum 5:0. Ja, und das, was für ihn, für den Trainer von Skoda nach 68 Minuten noch ganz gut ausgesehen hat, sieht jetzt fürchterlich aus fürs Rückspiel. 5:0, der eingeblendete Zwischenstand für Rapid nach etwas mehr als 85 Minuten. Wechsel bei den Gästen. Jetzt der Nummer 6 kommt. Kroatische Verteidiger Marko Basic. Ganz offensichtlich doch bedacht. Lasnia Coach Hasan Lika. Hier noch ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben und dieses Ergebnis nicht noch höher ausfallen zu lassen, respektive noch mehr Gegentore zu riskieren. Wieder Trimmel. Kommt wieder gut vorbei, aber seine Hereingabe findet keinen Abnehmer. In Graz müsste die absolute Endphase im Gang sein, daher schnell wieder zu Christopher. Ja, auch hier ist die 91. Minute mittlerweile angebrochen. 2 Minuten gibt es Nachspielzeit und Rapid wird im Gegensatz zu Sturm ein wesentlich einfacheres Auswärtsspiel haben. Nach dem 5:0 im Hinspiel, das sich hier im Hanabi-Stadion anbahnt, wenn denn nicht noch ein Treffer fällt. Noch einmal Jimmy Hoffer. Nächste gute Chance. Es bleibt beim 5:0. Setzt sich hier noch einmal gut gegen 3 Gegenspieler durch. Aber diesmal lässt sich der albanische Schlussmann nicht in kurzen Eck überraschen.
Noch nie hat Vlasnia Škodra mehr als eine Runde in einem europäischen Bewerb überstanden. Das wird, dazu muss man kein Prophet sein, auch in dieser Europacup-Saison nicht anders sein. Eine bis zwei Nummern zu groß. Der österreichische Vizemeister Rapid, der ein 5:0 gegen den albanischen Vizemeister vorlegt. Und damit, wie gesagt, beruhigt nach Škodra fahren kann in einer Woche. Die Torschützen, Jimmy Hoffer, er hat den letzten Treffer erzielt. Nikica Jelavic hat zweimal zugeschlagen zum 2:0 und 3:0. Die weiteren Treffer, der Elfmeter von Steffen Hoffmann in Hälfte 1. Gewissermaßen die Erlösung nach einer schwierigen Anfangsphase gegen eine sehr defensiv eingestellte Mannschaft, die es Rapid lange nicht leicht gemacht hat. Aber das erste Interview gibt es aus Graz. Gerry Saubach. Ja, und hier im Wiener Hanapi-Stadion jubeln die Rapid-Fans hinter mir. Denn Rapid hat hier diesen Pflichtsieg gelandet. Die Null steht hinten und 5 Tore geschossen. Es war das Spiel der Joker. Christopher Drazan hat viel frischen Wind gebracht. Nikica Jelavic 2 Tore geschossen. Und auch Christopher Trimmel mit einem super Tor. Und zum Schluss das 5:0 durch Jimmy Hoffer. Das können wir uns kurz anschauen. Im zweiten Versuch in der 85. Minute. Also Jimmy Hoffer hat hier für den Endstand gesorgt. Kann man davon ausgehen, dass alles klar ist für das Rückspiel in einer Woche. Wir hoffen, dass wir hier noch einen Interviewpartner bekommen hier im Hanapi-Stadion. Ich drehe mich mal um. Die Spieler, die stehen noch da hinten und lassen sich von den Fans feiern. Wird also noch ein bisschen dauern, bis wir hier ein Interview bekommen. Frage an die Regie, können wir uns noch ein zweites Tor der Rapidler anschauen? Das 4:0 von Christopher Trimmel, der junge Mann, der heute sein Europacup-Debüt gegeben hat. Ein super Solo und dann eiskalt abgeschlossen an zwei Albanern vorbei. Ja, also die Rapidler haben hier schon im Hinspiel alles klar gemacht, haben mit 5:0 gewonnen. Für Sturm Graz wird es noch ein bisschen eng. Ein 2:1 daheim, da ist noch nicht alles entschieden. Da muss Sturm noch aufpassen in einer Woche in Bosnien-Herzegowina. Und die Reaktionen, die ersten Interviews, die gibt es leider noch nicht bei uns, denn die Spieler noch immer hinten bei den Fans, ganz verständlich. Die ersten Reaktionen hier aus dem Hanapi-Stadion, die liefern wir Ihnen nach, natürlich dann in der ZIB 24. Ich darf mich einstweilen verabschieden aus dem Wiener Hanapi-Stadion mit einem 5:0 im Heimspiel für Rapid.